Diese Woche diskutieren diese drei deutschen Buben über Themen, die das Vaterland beschäftigen. Sie sprechen über Filme, die statt im Lichtspielhaus ab sofort im eigenen Heim genossen werden können, präsentieren einen neuen Ausschnitt von Eisenmann, teilen ihre Meinung zum Film Harter Kern, von den Alliierten auch Hardcore genannt, und listen die aktuellen Top-Titel unabhängiger Entwickler auf. Außerdem geht es um ein Neugeborenes, das Straßenkämpfer Teil 5 ganz alleine besiegt hat, so wie die Deutschen einst Polen, und machen Reklame für neue deutsche Produkte. Von Marvel Bilderband Deutschland kommt Eisenmann. Härtester deutscher Kruppstahl von Tony Stark, gemeinsam mit seiner Gefährtin Pfeffertopf und seinem Anführer Kapitän Germania setzt er sich mit den Rächern für Recht und Ordnung ein. Eisenmann, demnächst in Ihrem Lichtspielhaus. Marvel Bilderband präsentiert Bürgerkrieg. Nach einem Streit über den Oberbefehl von General von Storch, ob Kinder an der deutschen Grenze erschossen werden sollen, tut sich eine Kluft bei den Rächern auf. Auf der einen Seite Eisenmann und Kriegsmaschine, gemeinsam mit der braunen Witwe, dem schwarzen Panther und dem rot-goldenen Helden namens Sehkraft. Auf der anderen Seite Kapitän Germania, der Wintersoldat, Falkenauge, Ameisenmann, fleißig wie ein deutscher Arbeiter, und die rote Hexe. Sie brennt so heiß wie syrische Flüchtlingsheime. Schnellsilber, einst so schnell wie die Kugel, die der Führer sich selbst gesetzt hat, ist leider von uns gegangen. Und auch Hulk, der braune Gigant, ist nicht dabei. Doch kann Nikolaus Wut die Gruppe wieder vereinen, wie einst Deutschland ein vereintes Europa war? Finden Sie es heraus in Ihrem nächsten Lichtspielhaus. Die Lügenpresse sagt, der Film sei nicht gut. Lügen so fiktiv wie das Wahlrecht der Frau. Eisenmann gegen Kapitän Germania im Bürgerkrieg. Marvel Bilderband präsentiert Ihnen neues Material aus dem Film. Ein neuer Held ist der Gruppe der Rächer beigetreten. Das deutsche Volk braucht eine sofortige Absicherung aller Grenzen. Weberknechtmann, zu Hilf! Jawohl, Herr Kapitän! Weberknechtmann, spinne sofort ein Netz um die deutschen Grenzen, auf das sich alle Flüchtlinge darin verfangen mögen. Nein, das mache ich nicht. Nee, das machst du nicht. Spinnst du? Na, eben nicht. Ich bin Weberknecht. Ich spinne keine Netze. Oh.